Emsertabletten mit Zucker, Brennsprit und Sand, das sind die Zutaten für die berühmte Schlange des Pharao. 3 Emsertabletten werden in den Sand gesteckt und mit einer Pipette 2 bis 3 Milliliter Alkohol darüber getropft. Anschließend wird der Alkohol mit einem Feuerzeug oder noch besser einem Karamellisierbrenner entzündet. Ab dieser Stelle sehen Sie den Vorgang in fünffacher Geschwindigkeit. In Wirklichkeit dauert der Versuch etwa 6 Minuten. Der Name des Versuchs geht auf die biblische Geschichte von Moses und seinem Bruder Aaron zurück. Damals lebten die Israeliten in Ägypten in Gefangenschaft. Um dem Pharao die große Macht Gottes zu demonstrieren, warf Aaron seinen Stab vor ihm auf den Boden, wo er sich der Legende nach in eine Schlange verwandelt haben soll.